fast so jagen. Was mir am Bauern gefällt, ist die Freiheit, die man hat. Und es ist eine grosse Leidenschaft, das auszuleben. Mir gefällt es halt einfach, wenn man so ein bisschen Selbstversorger ist. Wenn man schnell in den Garten raus kann, Rüebli holen und nachher kochen, ist das etwas Schönes. Weil der Bruder daheim den Hof übernommen hat, haben wir uns entschlossen, dass wir selber etwas suchen für uns. Und wir haben das Interesse daran, etwas auf die Beine zu stellen und von dem auch zu leben. Ja. Ich bin das erste Mal aufgewachsen. Wir haben daheim einen Milchwirtschaftsbetrieb mit etwa 20, 25 Kühen und Mastzäuen. Ich habe Metallbauer gelernt und ein paar Jahre später habe ich noch Bauer gelernt. Der Bruder hat auch Bauer gelernt. Weil er älter ist, hat er den Betrieb übernehmen. Und ich habe das so akzeptiert, das war auch kein Problem für mich. Jetzt momentan arbeite ich als Schlosser. Und nebenbei helfe ich noch verschiedenen Bauern bei ja, so Spitzenzeiten, also bei strengsten Arbeiten. Wir suchen jetzt etwa 2 Jahre und wir konnten schon ein paar Höfe anschauen. Aber es hat nicht ganz gestimmt für uns oder für sie auch nicht. Und ja, so kann es halt etwa geben. Schaut man immer weiter und gibt Hoffnung auf. Ich bin jetzt 23. Ich bin auf einem Bauernhof aufgewachsen, habe Fachfrau Gesundheit gelernt nach der Schule. Dann habe ich die höhere Fachschule angehängt für diplomierte Pflegefachfrau. Also als Kind haben wir immer mehr geschafft auf dem Betrieb. Haben also von Stall bis Garten, Haushalt, eigentlich alles immer geholfen. Meine Eltern, wo ich aufgewachsen bin, kommen vom Stelser Berg. Haben dort einen kleinen Hobbybetrieb, wenn man das so sagen kann. Mit Mutterkuhhaltung. Meine Babi geht 100% noch arbeiten. Und die Mami ist eigentlich daheim, mehrheitlich am Bauern. Ja, meine Eltern sind jetzt noch sehr jung. Darum ist es auch noch kein Thema, gerade jetzt im Moment den Hof abzugeben, weil sie ihren Traum auch erst vor kurzem können verwirklichen konnten. Die Arbeitsteilung auf dem Hof, denke ich, ist ein bisschen betriebsabhängig. Aber in so einem Mittelbetrieb ist, denke ich, dass er daheim baut und ich werde auswärts arbeiten oder irgendwie so. Und wenn es ein grösserer Betrieb ist, also ich glaube, ich bin auch ziemlich für alles zu Hause, sonst maschinell bin ich nicht gerade so wahnsinnig gut. Aber sonst mache ich auch ziemlich alles. Mein grösstes Hobby ist echt das Treicheln machen. Ich mache Weidetreicheln in 13 verschiedenen Grössen. Und es gibt einen schönen Klang in die Weiden raus, in die Alpen raus. Und mich verbindet das noch ein bisschen, mit Metallbauern, mit dem Bauern zusammen. Wenn wir jetzt einen Nebenerwerbsbetrieb hätten, dann könnte ich als Nebenerwerb auf dem Hof die Treicheln machen. Da wäre ich immer jemand rum. Und so, ich denke, wenn ein Kuhkalber, bist du froh, wenn du fort musst arbeiten. Daheim helfe ich auch viel, wenn es mich braucht. Zum Beispiel silieren, heuen oder eine Stallmenge machen, wenn bei den Brüdern in der Ferien ist oder fortgeht. Wir suchen einen Hof. Die Grösse ist nicht einmal so entscheidend. Ich denke, es wäre schön, wenn er ein bisschen abgelegen wäre. Nicht gerade im Dorf innen oder nicht zum Zeug innen. Wirklich, was wir wetten, wäre, dass es wirklich Kühe rum hat. Ob das Mutterkühe sind oder Milchfee, das kommt uns nicht so drauf ab. Das kommt auch auf die Infrastruktur ab, was der und auf den Betrieb halt, ja. Wenn es finanziell drinnen liegen würde, würden wir gerne etwas kaufen. Wenn es wirklich möglich wäre, wäre es schon schön. Wenn du etwas Eigenes hättest, könntest du schon noch etwas anders arbeiten und tun. Und sonst, wenn wir etwas pachten könnten, wäre auch schön. Und vielleicht ging dann wieder ein Türchen auf, dass wir es vielleicht später kaufen könnten.
Ich kann mähen. Ja, ich kann mähen, ja. Gut, oder? Wir suchen eigentlich auch noch ein Zuhause für unsere Familie. Ja. Wir haben auch auf dem Plan, dass es irgendwann noch Kinder gibt. Und wären wir natürlich auch glücklich, wenn wir ihnen ein schönes Zuhause bieten könnten, das uns selber gehören würde.